Hey meine Freunde, herzlich willkommen in der Allianz Arena gegen Bayer 04 Leverkusen. Dieses Spiel wollen wir gewinnen. Wie jedes andere auch. Wir sind Erster, Leverkusen Zweiter, wir haben 4 Punkte Vorsprung. Kann eine interessante Partie werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bernd Leno ist es auch, so wie es aussieht. Also los geht's. Ein Topspiel. Nach dem Topspiel gegen Dortmund, welches wir für uns entscheiden konnten mit 2:0 durch die Tore von Thomas Müller und Robert Lewandowski, soll uns hier im nächsten Topspiel der nächste Dreier gelingen. Thiago und Müller kommt da nicht mehr dran. Es gibt Abstoß. Oh, da ist es. 1-0. Voll die Granate von Jerome Boateng. 4 Minuten. Gut, oder in der 4. Minute. Boom. Was für ein Bums. Da kann ein Leno nichts mehr machen. Jerome Boateng mit dem ersten Saisontreffer. Mit der Stirn natürlich. Hummels. Oh, das war gut gemacht von Bellarabi. Der ist schnell unterwegs. Die sind alle sehr, sehr schnell unterwegs. Und Boateng klärt. Müller setzt er sich durch. Er setzt sich durch. Thomas Müller ist allein auf dem Weg zum Tor. Aber Leno ist auch noch da. Kommt jetzt der nächste? Bums. Nee. Oh, klasse Grätsche von Thiago. Oh, das war nicht schön. Das wird wahrscheinlich noch die Karte geben. Schätze ich jetzt einfach mal. Sie wäre auf jeden Fall gerechtfertigt. Alaba. Müller setzt sich nicht durch gegen Dragovic. René Adler heute im Tor. Weil wir nämlich die letzte Gruppenphasenpartie der Champions League simuliert haben gegen Eindhoven, weil wir sowieso als Gruppenerster die Gruppe beendet hätten, beziehungsweise wir wären sowieso sicher weiter gewesen, wenn Brügge gewonnen hätte gegen Atletico, wären wir noch Zweiter geworden, weil wir haben verloren gegen Eindhoven mit 2-0, aber das war auch scheißegal, wir sind Erster mit 8 Punkten. Atletico ist, glaube ich, Zweiter mit 7 Punkten und Brügge Dritter auch mit 7 Punkten. Demzufolge sind wir Gruppenerster. Das war das Ziel, das haben wir erfüllt. Also unser eigenes persönliches Ziel, jetzt nicht so vom Vorstand oder so. Aber ja, wir sind zufrieden. Aber vom Vorstand haben wir noch die Anmerkung bekommen, dass wir einen Jugendspieler aus der Akademie hochziehen sollen und denen mindestens 5 Einsätze geben sollen. Und er soll sich um 5 Gesamtpunkte verbessern. Also, da haben wir jetzt einen hochgezogen. Pass Groß heißt er, glaube ich. Irgendwas Groß. Ist ein Innenverteidiger. Den werden wir auf jeden Fall noch die nächsten paar Spiele bringen.
Da ist die gelbe Karte für Thiago, die wir gerade vorhin noch angesprochen hatten. Eben dieser Groß, den müssen wir noch hochziehen. Baumgartlinger. Boah, richtig gut gemacht. Oh, Vidal klärt da. In letzter Sekunde. Gut gemacht. Memedi. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt kann es sehr schnell gehen. Lewandowski. Lewandowski. Nein. Nein. Och, Manu. Das Tor hätten wir gern noch mitgenommen. Boah, das ist gefährlich. Ah, da wird er hart angegangen, gibt auch Freistoß. So, Pause. Wir führen mit einem Tor. So muss das sein. Jetzt kommt er hier groß rein. Ja, dem geben wir mal einfach eine komplette Halbzeit. Das ist schon okay so. Und Destro bringen wir auch noch, komm. Für Müller. Wer hat eigentlich das Tor geschossen? Habe ich schon wieder komplett vergessen. Bewertung, Tore. Tore, Tore. Ah, Jerome. Stimmt, das war ja die Ecke von Jerome Boateng. Dieser Bums. Destro, der hatte in den letzten Spielen ordentlich Pech. Kriegt jetzt mal wieder einen Einsatz nach der Partie gegen Brügge, was glaube ich, wo er als letztes gespielt hat. Wo er auch echt Pech hatte. Mit vielen, vielen Chancen. Baumgartlinger wird nicht attackiert. Bellarabi, da ist es. Alter, ging das schnell. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Och Mann. Vidal. Auch nicht. Komm, wechseln wir diesen Groß ein. Tobias Groß gibt, kriegen wir ein Gegentor. Ob es daran lag, ich weiß es nicht. Kann sein. Boah, ey. Jungs, macht mal ein bisschen langsamer. Wie lange bleibt das oben links eigentlich noch eingeblendet? War so klar. Oh je, Leute.
Wir müssen jetzt hier noch ein Tor schießen, das ist schon klar, oder? Vidal. Jetzt bietet sich die Möglichkeit für Coman. Oh Mann, oh. Oh oh. Gott sei Dank. Guck mal, kann einfach mal durchrennen. Interessiert sich niemand für ihn. Guck mal. Nein, hau das Ding rein. Destro hat schon wieder so ein Pech. Der kriegt den Ball im Prinzip vor die Füße. Muss ihn nur noch reinschieben. Macht es aber nicht. Ach, verdammte Scheiße, komm. Darf doch nicht wahr sein. Gelbe Karte Bellarabi. Und das oben links geht immer noch nicht weg. Warte mal, vielleicht jetzt? Kurz Pause, nee. Oh. Oh Mann. Och Mann, ernsthaft? Das ist so offensichtlich, dass der Ball reingeht. So, jetzt muss halt alles nach vorne. Ey, so schlecht. Ah, jetzt ist es endlich weg. Ich weiß nicht mal, wem ich die Schuld geben soll für dieses Scheißspiel. Oh Gott. Weil, ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt nicht unbedingt groß die Schuld geben. Auch wenn es sein Saisondebüt ist und er ist mit einem 56er Gesamtwert der mit Abstand schlechteste auf dem Platz. Aber trotzdem, ich meine, es ist immer noch ein Kollektiv, diese Mannschaft. Oh, komm jetzt. Lewandowski. Ja, ja, ja. 90. Minute. So verdient. So verdient. Siebtes Saisontor. Und Destro ist weiterhin im Pech. 2 Minuten gibt's noch. Okay, das war's. Unentschieden kann man mitleben. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann und tschüss.